Stell dir vor, du könntest durch Farben und Formen sprechen. Was würden sie über dich verraten? In diesem Video geht es um Intuition, um ja auch deine innere Stimme oder besser gesagt, wie deine innere Stimme lauter wird, also gut zuhören, ja. Und das war's eigentlich. Ja, also eine ganze Menge, ne, würde ich mal sagen, die innere Stimme zu hören. Eieiei. Ja, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und seit über 20 Jahren trocken und clean. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Viel Spaß! Ja, und hier geht's schon richtig zur Sache. Die Materialliste ist wie immer oder unten in der Beschreibung. Und das heutige Thema ist ja Intuition, intuitiv die richtige Entscheidung treffen. Und es geht natürlich wirklich, also ich persönlich mal da ganz gern spontan einfach irgendwie ein Gesicht. Du kannst dein Gesicht gerne abpausen. Dieses Bild entsteht jetzt mit Aquarell. Wenn dir Acrylfarben eher oder mehr zusagen, dann verwende einfach Acrylfarben. Aber misch sie mit viel Wasser, es soll ja spontan und intuitiv entstehen. Und die innere Stimme, also ich glaube, dass die meisten Menschen sehr wohl ihre innere Stimme zur Kenntnis nehmen, hören. Ich glaube eher, oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind eher die, dass sie sich vielleicht lächerlich vorkommen, weil sie die einzigen sind, die jetzt so empfinden. Oder ja, oder das Vertrauen, sie vertrauen ihrer inneren Stimme nicht, weil sie noch so leise ist. So leise. Also, nur Mut, nur Mut. Vertrau deiner inneren Stimme. Ja, also wie gesagt, vertrau deiner inneren Stimme. Und ein weiterer, also der Punkt überhaupt, ein ganz wichtiger Punkt ist, ohne Körperarbeit oder Körpergefühl ist es nicht möglich. Also du kannst nicht erwarten, gut von deiner inneren Stimme zu profitieren und spürst deinen eigenen Körper nicht. Das ist nicht möglich, das geht nicht. Also geh ruhig in den Körper. Eine weitere Empfehlung ist, so viel wie möglich rausgehen in die Natur. Spür rein in deinen Körper, wenn du draußen wanderst, läufst, hüpfst, springst, ja, alles Mögliche. Mach so viel wie möglich draußen und auch bei jedem Wetter. Nimm es mit und fühl rein in deinen Körper. Wo sitzen vielleicht Verspannungen? Wo fühlst du dich wohl in deinem Körper? Und die nächste Empfehlung ist, notieren. Notierst dir in deinem Journal, in deinem Tagebuch. Ja, und gerne kannst du dieses Schreiben von deinem Journal natürlich mit Malerei verknüpfen. Aber jetzt, wenn wir jetzt hier nochmal zum Bild zurückkehren, mach ruhig ab und zu mal eine Pause und überleg dir, fühl rein, welche Farben dich gerade ansprechen. Welche Formen? Gibt ja auch verschiedene Formen in einem Gesicht. Du suchst nach einfachen Methoden, um dich im Alltag abzugrenzen? Dann hol dir gerne mein Gratis-Workbook. Die Verlinkung dazu ist unten in der Beschreibung. Ja, und Zeit, sich Zeit nehmen, ist natürlich das A und O. Wenn ich mit meiner inneren Stimme oder wenn ich mit mir selber in Kontakt treten möchte, wenn ich ja, die innere Stimme hören möchte. Ich sag immer, ich gehe in die Stille, ja, um zuzuhören. Weil wenn ich das nicht regelmäßig praktiziere,
in die Stille gehen, um mir zuzuhören, um das Göttliche zu hören, um den Spirit wahrzunehmen, um meine innere Stimme zu hören, weil meine innere Stimme ist ja mit Gott verbunden, ja, dann werde ich krank. Und es äußert sich, also das hat ja auch noch eine Kehrseite, diese innere Stimme, wenn ich die ignoriere. Ignoriere ich regelmäßig die innere Stimme, wende ich mich ab vom Spirit, dann werden wir krank. So einfach ist es. Und es muss jetzt nicht gleich ein Riesenklops sein. Das sind so Kleinigkeiten, ja, das sind Kopfschmerzen. Ich glaube auch, dass das Reizdarmsyndrom, Migräne, dass vieles so Erkrankungen, neue auch, die jetzt eher hochkommen, dass das viel mit dem Spirit und mit dem Nicht-Zuhören zusammenhängt. Wir hatten ja früher viel mehr Zeit, um zuzuhören. Die Zeit haben wir ja gar nicht mehr, weil wir ja immer verfügbar sind. Immer ist dieses bekloppte Handy irgendwo und wir denken immer, wir müssen sofort reagieren. Nein, du musst nicht sofort reagieren. Das Einzige, worauf du reagieren solltest, ist deine innere Stimme. Punkt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich über Workshops, Seminare oder eine mögliche Zusammenarbeit mit mir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen und ich würde sagen, bis nächste Woche. Pfiat.